Ja, es ist wahr. Obwohl mir meine Mama immer gesagt hat, dass Fremde gefährlich sein können, habe ich das, als ich etwas jünger war, irgendwie ignoriert und, naja, im Internet Freunde gefunden. Ich habe mich nie getraut, dir das zu erzählen, aber ich erzähle es natürlich gern. Also, mit 13 habe ich Leute im Internet kennengelernt und aus Fremden Freunde gemacht. Okay, also wie lernt man Fremde im Internet kennen und warum wird man das überhaupt machen wollen? Falls ihr selbst Online-Games zockt, ist euch das vielleicht eh schon passiert, aber für alle anderen gibt es jetzt quasi eine Art Guide, wie man im Internet aus Fremden Freunde machen kann. Eventuell. Videospiele spielt man natürlich am besten mit seinen Freunden, nur ist es halt irgendwie blöd, wenn deine Freunde dein Lieblingsspiel irgendwie nicht so besonders mögen. Hey, Luki. Yes. Spiel mal Runde CSGO. Shut up. Ja. Also, obwohl keiner meiner Real-Life-Freunde damals mit mir meine Lieblingsspiele, naja, spielen wollte, hat das den 13-jährigen Benny irgendwie nicht davon abgehalten, dass er sie trotzdem gespielt hat. Nur eben nicht mit Freunden, sondern mit wildfremden Menschen im Internet. Ja. Also, für den Guide jetzt, ihr braucht definitiv ein gutes Spiel mit Voice-Chat. Das ist mal das Erste. Und zweitens, bitte, wenn ihr euch Freunde nicht Feinde machen wollt, dann ein halbwegs gutes Headset. Where did you buy your microphones, Kusa Games? I want Headset. five. Headset. Danke. Und naja, mit diesen Randoms sind echt einige lustige Dinge passiert. Und die meinen jetzt nicht unbedingt sowas, sondern vielmehr sowas. Wir haben einen kurzen Location-Wechsel gehabt. Das liegt natürlich daran, dass genau in dem Zimmer ich das erste Mal den Clown, den wir gleich vorstellen werden, kennengelernt habe. Okay, na, das kann ich nicht sagen, das ist gemein. Wir haben einen kurzen Location-Wechsel gemacht. Das liegt natürlich daran, dass genau in dem Zimmer ich das erste Mal meine Online-Freunde kennengelernt habe. Oder es könnte daran liegen, dass der Interviewpartner für das Gespräch unseren ersten Termin verschlafen hat. Wir werden es nie herausfinden. Jedenfalls, das ist der James. James, sag Hallo, James. Hallo James. Danke. Also, das ist der James und wir haben uns vor Ewigkeiten in Arma 3 kennengelernt. Kannst du dich eigentlich noch daran erinnern, wie das damals war? Ich weiß es teilweise sogar noch. Ich weiß, ich habe so, ich glaube, das war 2014 oder so, habe mir Arma mit Kumpels aus der Schule gekauft, weil wir Videos auf YouTube gesehen haben von, ich glaube, Pete's Meat oder so, wo die das erste Mal Arma gespielt haben und wir dachten, das wäre lustig, wenn wir das auch mal spielen. Und irgendwann hat man sich dann so getroffen und am Anfang hat man das halt ultra unernst gesehen und eigentlich nur Blödsinn gemacht. Und dann hat man irgendwie dann gesagt, yo, lass mal auf dem Teamspeak treffen oder Skype, ich weiß nicht mehr. Und dann hat man sich halt getroffen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ganz am Anfang war es sogar noch Skype. Aber das war richtig Ja, schlimm. jeder hatte eine Audioqualität, als wenn er irgendwie aus dem Toaster telefonieren würde oder so. Ja, das ist so schlimm. Ich habe letztens mal die alten Aufnahmen angeschaut und wir haben ja dann angefangen, Let's Plays zu machen. Also wir waren richtige Let's Player. Hallo YouTube, ich bin das Ratchet und wir zocken heute Robocraft mit mir, wir meine ich und James. Ja, also ich, hallo, ja, an meine und an Ratchets Zuschauer und ich will mal einfach sagen, wie rockend es ist, ne? Dazu muss ich sagen, wir sind ja eigentlich noch viel, viel mehr. Benjamin ist tatsächlich einer der einzigen, den ich noch nicht persönlich getroffen habe. Ja, das stimmt, aber ich habe einen anderen aus der Gruppe persönlich getroffen. Und zwar den Luca. Ja, der ist halt nicht hier, ne? Ja, aber. Okay, also das heißt, du würdest auf jeden Fall sagen, dass man so Freunde im Internet kennenlernen kann. Und das, obwohl man die teilweise noch nie gesehen hat. Ja, 100%. Gerade in der heutigen Zeit ist ja, denke ich mal, was mittlerweile relativ Normales geworden. Das Geile am Internet finde ich halt, was mir früher sehr wichtig war. Es war so egal, wie du aussiehst, wie du vom Körperaufbau bist und sonstiges. Hat eigentlich wirklich, da zählt halt wirklich nur dein Inneres am Anfang. Und im Endeffekt, wenn du dich Ja, später voll. triffst, wir sehen ja halt alle auch relativ anders aus und es juckt halt einfach absolut gar keiner, weil wir wissen, wie wir sind. Also, das war der James. Und ja, ist jemand gewesen, der absolut fremd in einem Voice-Chat war und mit dem ich mich dann eigentlich doch ganz gut verstanden habe. Aber kurzer Disclaimer und wichtiger Punkt in unserem Guide: Man muss dabei natürlich immer vorsichtig sein. Man weiß natürlich nie zu 100%, wer hinter einem Online-Profil steckt.
Aber bei mir war es dann zum Beispiel schon irgendwann so, dass ich echt viel Vertrauen in diese Online-Freunde gehabt habe. Also wir haben uns schon seit einigen Jahren dann gekannt und uns dann wirklich mal im Real Life getroffen. Und es war gar nicht mal so weird. Also, wie macht man jetzt aus Fremden Freunde? Eigentlich braucht jetzt eine richtig gute Antwort, damit dieser Guide Sinn macht, aber ich glaube, es gibt nicht wirklich eine richtige Antwort auf die Frage. Wenn ihr aber einmal selbst in die Situation kommen solltet, dass eure Real-Life-Freunde keine Zeit oder keine Lust auf euer Lieblingsspiel haben, shut up. Dann traut euch und schaltet mal wirklich den Voice-Chat ein, weil es ist eigentlich echt unglaublich, was daraus alles entstehen kann. Bewertet gerne das Video und abonniert den Kanal, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr auch online Fremde kennengelernt habt, die jetzt irgendwie eure Freunde geworden sind. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Na, ich war damals 13, als ich mit Fremden im Internet zusammengespielt habe. Ja, das ist aber ganz schön schuld.